Dann packe ich die Sachen wieder rein und warte mal die Nacht ab. Wir haben 35 Fackeln, damit auch garantiert innen drin was spawnt. Sollten wir auch unser Dorf ein bisschen ausleuchten, ne? Und gut. Komm, das brauchen wir momentan nicht. Akazienholz. Okay. So, das packe ich mal wieder alles rein. So. Redstone. Das. Und gravieren Cobblestone. So, nein, das ist falsch. Das hier. Na. So, zack. Dann nehme ich mal hier die Truhen und platziere das auch mal hier irgendwo. Also hier so. Gut. Dann hier so eine Fackel. Hier in der Nähe von der Truhe. Hier so. Und ja, die Bäume sind ja eigentlich mit Fackeln besetzt, aber dann vielleicht hier. Hier so. Ein bisschen alles ausleuchten. Zack. So. Okay. Hier noch so vielleicht? Obwohl. Ne, hier, ne? Am Stein. Wo die Steine sind. Zack. So. So. Ja, ich glaube, das müsste okay sein. So, jetzt kann es dunkel werden. Und wir werden diese Nacht nicht schlafen. Und so. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal kurz nach den Kühen schauen. Haben wir ein bisschen mehr Kühe, ne? Aber ich... Oh, Weizen haben... Wir haben keinen Weizen mehr. Ich hole mir kurz Weizen. Hier Weizen drin? Ja. Okay, es wird so langsam dunkel. Okay, dann zack. So. Noch mehr. Okay. Ich glaube, das war's. Jetzt sind nur eine übrig, ne? Schon dunkel. Jetzt bin ich mal gespannt.
ganzen Licht sieht das echt schön aus. Okay, da ist dunkel. Ach, da oben. Ich glaube, das ist genug, oder? Vielleicht noch die Seite. So. Okay, wir haben noch eine Fackel. Das sieht schon schön aus, ne, im ganzen Licht. So, ich guck mal, ob da was schon gespawnt ist. Ja, ich hab nichts gehört. Ja, was macht man denn so lange? Ich gehe rein. Und dann gucken wir uns mal ein paar Interieur-Dinger an, ne? Was wir so alles bauen können. Wir können auch ein bisschen was planen. Ich check mal hier alles ab, ob hier was gespawnt ist. Das sieht sehr gut aus, ne? Boah, schön gemütlich. Schön Skelett. So. Boah, sieht echt nice aus hier oben. Also farblich gesehen, ne? So, hier könnte ich ein Schlafzimmer machen. Dann hier unten vielleicht so Badezimmer. Hier dann eine Küche. Und hier dann so eine Art Bibliothek, ne? Nicht Bibliothek, sondern Bücherraum. So, dann schaue ich mal. Hier, wir haben doch eine Mod für das ganze Interieur. Hier. Useful Interieur. Was ist denn das? Kitchen Kabinett. Was brauchen wir dafür? Crab Chest. Chest. Und Tripwire Hook. Stick, Holz, Eisen. Okay, kriegen wir eigentlich noch hin? Wir haben einen Tisch. Wir können Tische machen, ne? Craften, hier Regale. Okay. Almost empty bookshelf. Empty bookshelf. Die craften können wir die nicht. Also jedenfalls, wenn ich klicke, passiert nichts. Ofen. White Bar Stuhl. Okay, Eisen brauchen wir dafür. Dafür, was brauchen wir dafür? Counter wird auch Eisen. Okay. Oak Coffee Table. Was ist das? Nail. Ah, okay. Ein Display. Hä, was? Magenta Item Display. Was ist denn das? In welchem Raum fange ich denn an? Mal. Shelf. Bookshelf. Wir brauchen Bücher und dafür brauchen wir Leder und Papier.
Hier unten können wir nicht anfangen. Kitchen brauchen wir Eisen und so. Bad. Gibt's auch was für Badezimmer? Bathroom-Kabinett. Nice. Bathroom-Window. Sind das Eisen und ein Eimer? Vielleicht fange ich. Warte, ich move mal mein Bett erstmal weg. War hier. Na, oder soll ich noch eins hoch? Hier, ja, ich glaube, hier mache ich, ne? Hier. Ganz oben. Weil das ist hier sehr schön. Oder soll ich hier so eine Art Hobbyraum machen? Für Rüstung vielleicht oder irgendwie sowas. Dann mache ich das doch nicht. Vorerst. Hier. Wenn ich hier hochkomme, dann. Ja, komm hier. So. Gut, dann gehe ich kurz raus und oh nein. Oh, nicht schon wieder. Obwohl hier alles aus. Boah, ich raste. Das ist doch echt. Mir kommt dann spontan eine Idee, ne? Was ist, wenn ich. Mann, komme ich an dem noch ran? Anscheinend nicht. Was ist, wenn ich das Ganze wink? Das ist ja noch alles heil, ne? Die ganzen Dinger. Ich könnte das ja theoretisch alles aus. Also nur unten halt, ne? Alles aus. Hier, aus den Dingern hier machen. Selbst wenn ein Creeper kommt und hier alles in die Luft jagt, dann das wird das geht's ja nicht kaputt, ne? Sondern werden die Items werden dann nur rausgeschossen. So, 6 Dirt. Die Sonne geht auf, dann schaue ich mal, ob da irgendwas ist. Oder nicht, nee, ich gehe erstmal die Stelle reparieren. Ich muss auch gleich eine Aufnahmepause machen. Zack, schnell. Dirt, was brauchen wir noch? Dirt, hier, Stairs und. Nein, Stairs. Dingens. Schnell reparieren. Wolle. So Wolle, Wolle, Wolle. Zack. Nein. Ich habe nur noch ein paar Minuten, um aufzunehmen. Schnell, 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 schnell. Dann. Wo ist es? Da. Einmal hier. Das sieht falsch aus. Kommen wir überhaupt raus, wenn, wieder? Ja, das sieht richtig aus. So, zack. Das hätten wir jetzt als nächstes die Erde. So. Die Seite hätten wir jetzt hier.
So, okay. Dann noch die Wand. So, Ziegelstein bräuchte ich mir, ne? So. So, jetzt schaue ich mal drin nach. Wie es aussieht, ne? Liegt hier nichts. Schade. Vielleicht ist da einfach nur nichts gespawnt. So. Dann lasse ich das mal so eine Weile stehen und dann schaue ich mal nach. Also, ne? Also ein bisschen länger nach. So, zack. So, und schnell ein paar Ziegelsteine holen und dann eine Aufnahmepause machen. Dann hier rein. Haben wir Ziegelsteine? Stone Bricks da. So. Okay, dann. Okay, ist nur die Stelle, ne? Ja. Gut, dann mache ich mal hier eine kleine Aufnahmepause. In dieser Aufnahme haben wir vielleicht nur hier getestet, ne? Also nur diesen Test da aufgebaut. Wenn das funktioniert, dann können wir direkt die Monsterfalle bauen. Ja, nicht direkt, also die Bäume müssen noch wachsen. Und ja, mehr haben wir leider nicht gemacht. Vielleicht haben wir noch ein bisschen geplant, ne? Hier für das Innere. Und die Kühe, ne? Kommen auch so ein wenig voran. Bald haben wir Leder, genug Leder, um einen Rucksack zu craften. Und ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss, bis bald.